Anknüpfen an Aue. Der Wilhelmshavener AV will am Sonnabendabend gegen die HG Saarlouis schaffen, was in dieser Saison noch nicht gelungen ist. Den zweiten Sieg in Folge perfekt machen. Zu Gast ist der Tabellen-14. Der zweiten Handball-Bundesliga, dessen Trainer wiederum ist in der Jadestadt gern gesehen. Jörg Bormann betreute in der vergangenen Spielzeit noch Bayer Dormagen. Christian Körmann und sein Pendant haben viele Sympathien füreinander übrig. Beide Mannschaften brauchen allerdings dringend Punkte, wenn es darum geht, auch in der kommenden Saison zweitklassig zu spielen. Geschenke sind also nicht zu erwarten. Bei den Hausherren beginnt Markus Bokisch für den in Aue äußerst starken Adam Weiner zwischen den Pfosten. Der Österreicher bekommt nicht viel zu halten. Die Gäste spielen zunächst clever. Vorne treffsicher und hinten zupackend. Eine 3:3-Deckung macht den Niedersachsen das Leben schwer. Mit zunehmender Spieldauer bereitet der Abwehrverbund aber eher den Saarländern Probleme. Die Absprachen der Hausherren greifen und wer den Spitznamen Speedy trägt, kann auch seine Schnelligkeit unter Beweis stellen. Lukas Mertens mit dem 2:2 nach 5 Minuten. Was das Spiel kunterbunt erscheinen lässt, sind die Schiedsrichter, Dauben und Roma, die kleinlich jeden Fangfehler abpfeifen. In diesem Fall profitiert Kai Smits, der das 5:4 nach einer knappen Viertelstunde markiert. Dann kommt auch Adam Weiner auf die Platte, der Markus Bokisch ablöst und direkt nach dem ersten Wurf die Paradenquote seines Positionskollegen egalisiert. Wilhelmshaven hat das Spiel mit zunehmender Dauer im Griff. Lukas Kallerfuth auf Kapitän Steffen Köhler. Die offene Deckung stellt für die Hausherren kein Problem mehr dar. Jörg Bormann muss reagieren und nimmt kurz vor der Pause schon seine zweite Auszeit, 14:10 für Wilhelmshaven. Aber wirklich viel bringt die grüne Karte nicht. Die letzte Minute der ersten Hälfte läuft. Wilhelmshaven mit dem mutmaßlich letzten Angriff vor der Pause. Drexler schraubt den Vorsprung auf 15:11 hoch. Wir lassen die Szene ungeschnitten laufen, weil sie zeigt, dass die Hausherren heute auf alles eine passende Antwort finden. Lukas Mertens klaut den Ball und sorgt für den 16:11 Pausenstand. Für die Niedersachsen gilt es, eine Partie konzentriert durchzuspielen. Und das tun sie auch. Obwohl der Gast noch einmal auf 16:13 verkürzt, bleiben die Hausherren abgezockt. Drexler lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Woronzow antizipiert die Situation vollkommen richtig. 18:14 in der 36. Minute. Eigentlich ist er als fester 7-Meter-Schütze vorgesehen, wenn Tobias Schwolo nicht antritt. Der Rückraumspieler sitzt auf der Bank, aber es wirft nicht Woronzow, sondern Kai Smits. Und der Niederländer bleibt, so viel sei gesagt, richtig cool. Bei den Gästen trifft das vor allem auf Jonas Faulenbach zu, der die junge Mannschaft der Saarländer mit seinen insgesamt 9 Toren halbwegs in der Begegnung hält. An den Wilhelmshavenern ist heute allerdings kein Vorbeikommen. Am Ende sieht Jörg Bormann zusammen mit den 969 Zuschauern 4 lupenreines mit 7 Meter. 22:17 steht es eine Viertelstunde vor Schluss. Der WAV ist auf Siegkurs, die Mannschaft ist heute einfach hellwach. Mit 31:24 gewinnt die Mannschaft von Trainer Christian Körmann. Der WAV bleibt zwar Vorletzter, hat aber nur 2 Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Am kommenden Sonnabend kommt der Tabellenletzte Empor Rostock in die Nordfrost Arena. Dann heißt es anknüpfen an Saarlouis. Kai Smits, erstmal herzlichen Glückwunsch zum überzeugenden Heimsieg. Für dich war es, glaube ich, auch ein besonderes Spiel. Du hast heute die 7 Meter reihenweise verwandelt. Woher nimmst du das Selbstvertrauen in so einer Situation? Ja, erstmal ein Danke. Das war ja nur die 7 Meter waren heute gut von mir. Das Spiel war nicht so sehr gut von mir selber, aber ja, die 7 Meter, das Vertrauen kommt von Training. Viel die 7 Meter machen, so, das kommt von Training, ja. Wie wichtig war es heute, an den Erfolg in Aue anzuknüpfen, dass ihr mit dem Heimsieg da nochmal nachlegt? Wie meinst du? So. Wie wichtig war es, nach dem Sieg in Aue nochmal anzuknüpfen jetzt, dass man auch zu Hause gewinnt? Ja, sehr wichtig, weil wir hatten noch nicht mit 2 Spielen nacheinander gewonnen. So. Und jede Woche haben wir noch nicht so gut Spiele gemacht. Und das ist, ja, jede Woche mussten wir das so machen und so kämpfen, weil wir ja, solche Spiele brauchen und die Punkte brauchen. Ja, Jonas Faulenbach, herzlichen Glückwunsch zu einer persönlich sehr guten Leistung, wie ich finde. Die würde ich aber wahrscheinlich nicht über die Niederlage hier in Wilhelmshaven wegtrösten können, oder? Danke. Nee, ich hätte lieber die 2 Punkte mitgenommen, ganz klar. Das haben wir leider nicht geschafft. Jetzt kommt noch die weite Rückfahrt mit dazu. Und müssen wir überarbeiten und dann schauen, woran es genau gelegen hat. Aber, ja.
Ihr habt sehr offensiv zu Beginn gedeckt, 3-3, also die Wilhelmshavener mussten quasi an der Mittellinie schon die Angriffe einleiten. Ist dieses Konzept deiner Meinung nach aufgegangen? Anfangs ja, also wir haben schon recht viel Druck gemacht auch und ich würde sagen, die erste Viertelstunde hat das auch ganz gut geklappt. Dann kam Wilhelmshaven auch besser ins Spiel, immer weiter mit den 1-gegen-1 Situationen. Wir sind ein bisschen defensiver geworden. Ist eigentlich auch okay, sage ich mal noch. Eine Mannschaft kommt dann besser ins Spiel und dann ist das alles in Ordnung. Nur, dass wir dann halt ja, zur Halbzeit mit 5 in die Pause gehen oder mit 5 miesen, ist halt ein bisschen problematisch dann. Ihr habt in der vergangenen Woche Bad Schwartau geschlagen. Die kamen mit einer Serie von 7 ungeschlagenen Spielen in Folge. Wie groß war die Hoffnung, hier in Wilhelmshaven auch was mitzunehmen? Ah, die Hoffnung war schon groß. Also wir hatten auch den Mut, sag ich mal, zu gewinnen und uns fest vorgenommen, hier auch ja, auf Sieg zu spielen. Aber ja, Wilhelmshaven, ich sag mal, hier können viele Mannschaften verlieren, das ist okay. Ob es dann am Ende ja, mit 7 Toren sein muss, ja, da kann man dann drüber diskutieren. Das muss nicht sein. Und naja. Ist das auch so ein bisschen dem Alter geschuldet? Ihr seid ja in der ersten Halbzeit sehr gut ins Spiel gekommen, wart mindestens auf Augenhöhe, habt aber eine sehr junge Mannschaft. Hat da vielleicht auch so ein bisschen die Cleverness gefehlt? Ja, junge Mannschaft haben wir auf jeden Fall. Ja, die Cleverness nicht unbedingt. Wir haben genug erfahrene Spieler, denke ich mal, auch dabei. Haben dann wirklich viele individuelle Fehler gemacht und das kann im Alten genauso passieren wie einem Jungen. Und von daher würde ich das nicht sagen. Das sind die Fehler, die wir ja, aufarbeiten müssen, wo man jetzt nicht viel am System ändern kann. Aber ja, hat uns dann leider am Ende das Genick gebrochen. Ja, Speedy Mertens, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Heimerfolg 31-24 gegen die HG Saarlouis. Was war der entscheidende Faktor, dass ihr am Ende hin wirklich ganz souverän dieses Spiel nach Hause gebracht habt? Ich würde sagen, die Abwehrarbeit und Torwartleistung von Adam. Wir haben wirklich diszipliniert gespielt. Wir haben uns intensiv auf die Partie vorbereitet. Saarlouis hat eine offensive Abwehr gespielt in der ersten Halbzeit. Und wir haben dann unseren Schnelligkeitsvorteil ausgenutzt, sowohl auf außen bei mir und bei Kai. Und haben dann immer wieder Übergänge gespielt. Und das war der Knackpunkt in der ersten Halbzeit. Und zweite Halbzeit war halt, dass wir diszipliniert vorne gespielt haben, gute Ansagen von Mittelmann gehabt haben. Und ja, wir hatten ja schon eine Führung in der Halbzeit und das haben wir dann weiter ausgebaut. Ich glaube, wenn es nach dir geht, kann die nächste Mannschaft auch wieder so offensiv im 3-3 decken, oder? Ja, ich muss sagen, offensive Abwehr, die liegen mir mehr als defensive Abwehr, weil das ist halt 1-gegen-1 zu gehen und dann meine Schnelligkeit auszunutzen. War die erste Halbzeit auch der Grundstock dafür, dass ihr euch denn in der zweiten Halbzeit, als dann Jörg Bormann die Deckung nochmal umgestellt hat, da war es ja eher eine aggressive 6-0, dass ihr euch davon nicht habt verunsichern lassen? Nein. Wir haben sowohl die offensive als auch die defensive Abwehr von denen trainiert. Sowohl die Halben sind ja auch offensiv gewesen gegen Drexler und Colorfood. Also, dass da eher Platz für Moritz am Kreis war. Und ja, das haben wir endlich mal wirklich sehr, sehr gut gemacht.